Hey Leute, willkommen zu einer Runde DayZ, die Mod der Mods Arma 2. Ich habe hier ein dickes, fettes Problem gehabt. Und jetzt muss ich erstmal mein Auto finden. Denn, komm, renn mal schneller. Oder ich finde hier irgendwas, aber das ist nicht so. Gorka Military, ich werd bekloppt. Hier war eine Mission. Ich denke mal, dass hier irgendwo mein Auto steht. Und ich habe kein Blutpack. Ich habe, boah, leck, leck des Todes. Leck, leck, leck. Ruckel, zuckel, fuppel. Und bei der Mission waren paar, keine Spieler, sondern Zombies 25 an der Zahl. Und das Problem ist, ich habe kein Blut. Und jetzt muss ich, oh Gott, ey, das Auto finden und nach Starry, Gott, der Baum, um mir ein bisschen Medik zu geben. Wo steht das scheiß Auto, Mann? Zombie, hau ab. Ich habe auch keine Silenced Pistol. Das ist mega nervig. Mal, das Auto müsste doch irgendwo hier stehen. Auf keinen Fall hier oben. Ich habe halt einen Orientierungssinn wie, ne, wie ein Spatz, ey, wie ein Spatz ohne Hirn. Irgendwo hier muss mein Auto stehen. Wenn ihr ein Auto seht, sagt mir Bescheid, okay? Shit happens. Ich brauche unbedingt ein Medic. Das Auto kann aber auch nicht weg sein. Weil abgeschlossen war es. Auf der Suche nach dem Auto. Das kann doch nicht wahr sein. Wo steht die Juckelkarre? Warte mal, vielleicht wäre es hilfreich, wenn ich dahin gehe, wo die Mission war. Wir standen relativ nah dran. Da steht er doch. Oh, Gott sei Dank. Schnell rein nach Starry. Blut holen, Verbände unbedingt. Also wir brauchen richtig Medic. Richtig Medic. Oh ja. So, ab nach Starry. Ich habe lange diese Mod nicht mehr gespielt. Da ist eine Mission. Willst du mich verarschen? Ja, dann Brustmahlzeit. Aber das haben wir schon mal, das ist sehr gut. Und nix wie weg hier. Ja, Schnauze Zombie. Also die Mod habe ich das letzte Mal gespielt. Boah, das ist schon ewig her. 8 Monate, 9 Monate oder so. Und ich muss sagen, ja, ist für mich immer noch die beste DayZ, ne? Also DayZ Standalone kannst du ja voll in die Tonne treten, meiner Meinung nach, ne? Jeder hat ja eine andere Meinung. Das ist ja auch vollkommen richtig. Aber, oh Gott, Kurve, Gott, hier ist auch noch ein Base, ne? Ah, bitte schieß nicht auf mich. Danke. Ja, das ist einfach die Mod der Mods hier für mich.
Ich kann mich noch an die Anfangszeiten erinnern, vielleicht könnt ihr das ja auch, als ihr mal die Mod gespielt habt, wo man das erste Mal auf den Server gekommen ist und man Panik hatte vor diesen Zombies. Ich habe mich hingelegt und bin nur gecrouched. Das war mega. Was mir jetzt auch helfen würde, wäre... sag schnell, hier ist ein... So ein Heli-Crash oder so. Ich habe halt nur keinen Bock, jetzt abgeknallt zu werden, kurz vor der Safe Zone. Und da ist eine Mission, das gefällt mir gar nicht. Ich halte nochmal kurz an. Und dann rein. Ja, anders geht's nicht. Hier rechts ist dann direkt die Mission irgendwo. Fahre ich mal etwas weiter hier lang. Hoffentlich schaffe ich das dahin. Weil Blut 4800, das ist ein Witz, einmal anfurzen auf Deutsch. Und schon bist du Schicht im Schacht. Ja, hier könnte auch überall ein Medic drin sein, aber ich will es auch safe machen. Ich habe auch keine Verbände, wenn mich ein Zombie trifft, hittet, wie auch immer, dann war es das mit mir. Komm, gib Gas, gib Gas, gib Gas. Da steht ein Auto. Roter SUV, die ist mir aber Latten. Ich will nur in die Safe Zone. Jetzt ist hier ein Zaun. Willst du mich verarschen? Nein. Mach mal keinen Scheiß hier. Da steht auch noch ein SUV. Und in der Safe Zone. Rein theoretisch könnte ich von hier aus die Mission clearen. Aber das machen wir natürlich nicht. So. Motor aus. Aussteigen. Abschließen. So, ich habe nämlich hier im Rucksack noch eine Kettensäge. Die will ich verkaufen, weil wir haben schon eine. Warum gehe ich hier lang, wenn ich auch hier lang gehen kann? Oder vielleicht brauche ich die gar nicht zu verkaufen. Ich guck mal, wie teuer das ist. Boah, wo geht's denn hier rein? Hier. Hallo, Mister. Da haben wir den Medic-Affen. Ich brauche einmal Blut, Painkiller und Verbände, bitte. Händler, Medic, Supply, Antibiotika brauche ich nicht. Was kostet das? 40 Coins. Ja, das ist ja easy. Da brauche ich die Kettensäge doch nicht verkaufen. 40, Schmerzmittel kostet 10, das sind 50. 50, 20, 70, ja, 90. Passt. Also brauche ich die Kettensäge doch nicht verkaufen. Das ist sehr gut. Gib mir mal die hier. Ich will mal was ausprobieren. Was hat die für ein Scope? Habe ich keinen Scope? Habe ich keinen Scope dabei? Nee, Scope haben wir nicht dabei. Aber ist auch egal. Ich brauche jetzt erstmal hier Geld, ne? Ich habe 75 Dollar bei mir. Ja, dann brauche ich ja nur noch 15, ne?
15? Gib her. Ich brauch Blut. Wollen wir Blut, 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 Blut da kaufen? Und gib mir das Blut. Sehr schön. Ich würde sagen, jetzt kommen noch Verbände. Wie viel habe ich noch dabei? 50, nimm mal 2 Stück kaufen. Aber warte mal, kann ich die Kettensäge trotzdem verkaufen? Das würde mich jetzt auch noch mal interessieren. Was bist denn du hier für eine? Tools, Vehicle Parts, Building Supplies. Habe ich da gerade Motorsäge gesehen? Nein. Tools. Kettensäge. Für 5.000? Ja, hallo, ich verkaufe. Weil wir haben eine. Und eine reicht vollkommen aus. Hallo, Mister, ich hier will verkaufen. Tools, Kettensäge. Rucksackausrüstung. Hallo? Kaufen? Nein, ich will verkaufen. Verkaufen? Kettensäge. Für 5.000. Verkaufen. Muss ich das irgendwie reinziehen oder kann ich jetzt auf Verkaufen drücken? Achten wir mal drauf. Ach so, ja, hier reinlegen, verkaufen. Jawohl. Wie gesagt, ich bin hier noch ziemlich, also wir, ich und Kollege, wir zocken hier, 5.000. Warte mal, ich bräuchte noch einmal Blut, Morphin. Also machen wir 4.800, zahlen wir ein und dann passt das, glaube ich. Ich muss hier aufpassen auf der Tastatur. Jetzt habe ich 200 dabei, kaufen wir noch einmal Blut, Painkiller und Medic Supply. Einmal Blut kaufen. Händler, Painkiller. Also Schmerzmittel zweimal kaufen. Und was brauche ich noch? Eine schallgedämpfte Waffe wäre geil. Wollen wir hier den Waffenheini hier? Weil die Tech-9, wenn die einen Schalldämpfer hätte, wäre die geil, aber die hat leider keinen Schalldämpfer. Assault Rifle, nein. Snipers, Pistolen-Ammo. Hey, hier ist der Ammo-Affe. Ich brauche den hier. Drugs? Hier gibt es Drogen. Kilo Hanf. Nee. Hier kann man auch Visiere kaufen. Das ist mega geil. Black Make It. Nein. Mann, ich brauche doch nur eine Pistole. Ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht, ob ich die hier kaufen kann. Attachments? Pistolentaschenlampe. Gibt es Schalldämpfer für die Tech 9? Hm, ich bin gerade ein bisschen überfordert, wie ihr seht. Hier gibt es nicht viele Waffen, habe ich das Gefühl. Du hast Baustuff. Naja gut, dann halt nicht.
So, ich will aber gerne für die HKSD in Scope haben. Das will ich jetzt auf jeden Fall noch machen. Attachments. So, in Scope. Warte mal, 9 mm Schalldämpfer. Hat die Tech9 9 mm? Hat die? Ich weiß es nicht. Hallo, willst du mich verarschen? Händlermenü, meine Fresse. Munitionsgürtel, ne? Ich bräuchte so Pistolentaschenlampe, Taschenlampe M68 ACOG. Passt das auf die HK drauf? M14? Nein. Cobra passt auch nicht auf die HK. Passt du auf die HK? Nein. Du? G36, hätte ich das mal. Für die AK. M4. M9, PM, MP5. Aber sonst. Kein Schalldämpfer, Zielführung, ne. Ja gut, dann halt nicht, ne. Schade eigentlich. Hört sich gut an, die Waffe. So, wir machen uns jetzt auf den Weg zur Base. Ich. Base? Warte mal. Irgendwo hier, meine ich. Ich bin mir nicht sicher. Aber die Scheiß-Mission. Entschuldigung, die Mission ist ja auch noch da. 28 Leute, Junge. Guckt es euch an, ey. Das ist doch der Wahnsinn. Das ist doch der Shit. Ich meine, irgendwo hier wäre es. Ich bin mir nicht sicher. Keine Ahnung. Wir fahren einfach mal dahin. Gucken uns mal an, was da so in der Zwischenzeit passiert ist. Aufschließen, Dankeschön. Als Fahrer einsteigen, Dankeschön. Wir sind schon bei 18 Minuten. Holy, holy. So, jetzt heißt es die Base finden. Bäume sind immer gefährlich. Was ist das? Und tschüss. Oder ist das unsere? Aua.
Chill, du. Ist das unsere? Nein. Das ist nicht unsere. Warum ist da ein Bunker? Da ist unsere Base. Krass, da hat einer direkt gegenüber von uns gebaut. Müssen wir mal ein Auge drauf werfen. So, abgeschlossen, Isa. Ja, hier ist unsere Base halt. Ja, ich will ja auch gar nicht auf das Inventar von Fahrzeugen zugreifen. Dankeschön. Ja gut, liebe Leute, ich würde mal sagen, das war's erst einmal. Ich werde jetzt so ein bisschen weiter daddeln, mal gucken, vielleicht eine Mission machen. 11, 14. Was bist du? Keine Ahnung. Ja, Leute, ich würde sagen, das war's dann erst einmal. Ich sag wie immer vielen Dank fürs Einschalten, kommentieren und liken nicht vergessen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein. Ciao.